verdammt, Junge, wie ich dich weggesnipert hab. Gummo. Wie kann man es eigentlich hinkriegen, zum Friseur zu gehen und Frisur ist beschissener als davor? Oha! Stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr hättet kein eigenes Auto und müsstet einfach bei Sascha mitfahren, Digga. Das würde ja nur ein absoluter Knecht machen. True. Pass bitte auf mein Pfand auf. Mach ich. Digga, falls mal schlechtere Zeiten kommen, wa? So, drehen wir jetzt hier unseren kleinen Podcast. Herzlich willkommen zum Edel Talk zusammen mit Dominik und Kevin. Unser heutiger Gast ist Sascha. Ey, denk dran. Pfand ist das Einzige, was die Inflation irgendwo steht. Arschgeiler Podcast, Digga. Pfand verliert nie an Wert. True. Pfand ist dieses Jahr 25 Cent wert und richtig, nächstes Jahr auch. Stimmt. Wird eher noch mehr wert, weil die Umwelt wird immer wichtiger. Oha, Digga, so smart der Mann. Pfand wird irgendwann ausgestorben sein und dann bist du der King, wenn du Pfandflaschen hast. Richtig. Da werden Leute, werden eine Million zahlen für eine Pfandflasche. Ja. Müsst euch einfach vorstellen, ich habe heute früh einfach gepennt. Es war so 5 Uhr morgens. Auf einmal wache ich einfach auf und es macht neben mir so. Hier hat die Luftmatratze zerfetzt, Digga. Und eine halbe Stunde später habe ich so gepennt. Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Auf einmal wache ich auf und da ist ein Loch. Sascha will mir sagen, ich hätte da einen gecheekst. Junge, du lagst auf deinen fucking Fest. Ja, okay, sorry, Digga. Das Szenario war so, du lagst hier drauf und du bist aufgewacht. Und du weißt schon durch den, weil du hast es dir gemerkt, du hättest die Nächte und am Morgen, dass ich um die Uhrzeit noch penne, wo du aufwachst. Und dann dachtest du dir so, okay, jetzt gönn ich mir mal noch, bevor Sascha aufsteht. Und dann hast du dir safe hier einen runtergeholt. Bro, und wie doll muss man sich da entjixen, damit da ein Loch reingeht? Du bist Kevin, bei dir ist alles möglich. Ich glaube, du veranstaltest dann. Ich weiß es nicht. So ein Bullshit, Digga. Ich, meine Vermutung ist auch noch. Es ist nur meine Vermutung, okay? Nee, was kommt jetzt hier? Ich glaube, aus dem Berliner Flughafen auf der Toilette hast du dir noch für 2 Euro eine Travel-Pussy rausgelassen. Und ich glaube, dass hier die Travel-Pussy getestet wurde. Freunde, es ist gerade 4.10 Uhr. Ich sitze auf der Rückbank von Saschas Auto, während der fucking PC auf dem Beifahrersitz sitzen darf. Herzlich willkommen zu dem Vlog, um zu sehen, wie ich hier hingekommen bin. Mann, Digga, ich versuche hier ein Intro zu machen. Ja, versuch seit 2 Minuten, jetzt mach's auch mal. Damit ihr checkt, wie ich hierher gekommen bin, müssen wir erstmal 2 Tage zurückgehen, Freunde. Oh, holy shit. Ach so. Du machst dein Intro. Macht David Dobrik das auch so, dass du quasi alles filmst und dann machst du das Intro so in einem richtig fucked up Moment oder was? Bro, das ist cool, weißt du? Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall 2 Tage zurück. Und zwar kam Sascha spontan auf die Idee, hey, lasst uns doch einfach eine LAN-Party machen bei Nico und Tim im Büro. Freunde, Sascha hat gerade vorgeschlagen, dass wir zusammen eine LAN-Party machen und ist richtig sauer. Das ist, es gibt 100 Meter LAN-Kabel. Es gibt 100 Meter LAN-Kabel. Es geht einfach um eine LAN-Party, Jungs. Ein ganz anderes Problem. Hat jeder von euch eine Kabel drauf? Den Rest nicht. Ja, und dann haben wir halt noch so besprochen, wer wo sitzt und so weiter. Und ich glaube, Tim hat nicht ganz verstanden, was eine LAN-Party ist. Guck mal, wir machen das so. Wir machen das. Bring den Tischdecke. Ich bleib unten. Hier geht alle hoch. Ja, okay. Baba-Lan-Party-Feeling, wenn einer in 2 Etagen höher ist. Ich bleib auch zu Hause. Lass einfach alle von zu Hause zocken, Digga. Perfekt. Ja, Mann, Digga. Ich fahr auch wieder zurück nach Berlin. Geile Lan-Party, Digga. Ja, 3 pro Seite kriegt man vielleicht hin. Ich sag halt nur, 3 pro Seite und einer hier und einer hier. Also, ja, und dann kann kuscheln wir mit unseren Ellbogen, während wir in die jeweiligen Räume kann man doch außen überall dann noch die Kabeltrommel installieren. Richtig. Und einer kann auch im Garten zocken. Richtig. Und dann sind wir ein bisschen abgedriftet mit der Planung. Hast du gerade geraucht? Nee, das ist Mückengerät. Das ist Mückengerät. Mücken? Das ist gute Mückengerät, oder? Digga, was? Was ist mit diesen Jungs? Wir haben so viele Kabeltrommeln. Wir müssen ja davor schon vorab klar machen, wer mit wem im Team ist, ne? Ja, sag ich doch gerade. Komm mal ran, wir machen jetzt Team. Ja, wir sollen das skillmäßig aufteilen. Wer würde sich tendenziell gut in Shootern sehen? Kommt auf den Shooter. Ja, ist das schlecht? Bro! Die Leute, die sich da melden, sind immer die schlechtesten. Ja. Und nur einer hat sich gemeldet. True, true. Ey, wir brauchen noch Team-Merchandise. Bro, aber Real Talk, wenn wir uns heute T-Shirts bestellen, dann sind die bis Freitag da. Wir bestellen uns T-Shirts. Lass uns T-Shirts bestellen. Wir bestellen die nachher noch bei mir, Bro. Ja, Digga, machen wir. Okay. Wir bestellen echt T-Shirts, Digga. Für Marc nehmen wir übelst einen Scheißnamen. Für Max auch, weil die ist nicht da. Bei Marc steht hinten drauf leider dabei und die Null. Niemand. Wir haben Verstärker. Wir haben ein, also unser System ist nicht so, dass es im beiden Stockwerken. Tim, es gibt LAN-Kabel. Die sind unglaublich lang. Dieses LAN-Kabel legen wir am Freitagmittag von unten hoch, an der Treppe entlang. Und wenn sein muss, legen wir das LAN-Kabel von Sascha zu Hause ins Büro, verdammt. Ja, und relativ genau 24 Stunden später sind wir auch schon in den nächsten Technikmarkt gefatzt und haben einfach noch alles gekauft, was wir brauchten.
Alles klar, Digga. Freunde und Drama, dürft ihr raten, wer seine Kamera vergessen hat und jetzt erstmal aktiv mit dem iPhone filmen darf. Oh, shit, Digga. Digga, chilliges Outfit, Bro. Sascha holt uns gerade Masken. Ist voll lieb von dir, Digga. Danke, Bro. Ja, perfekt, Digga. Lass dich doch so, oder? Ja, so passt. Ich habe ihn an Zentrale. Es ist Montagsmorgen, check erst mal den Dollarkurs. Hab ich mir schon gedacht. Ja, der lüftet genauso wenig wie der andere, Digga. Welche würdet ihr nehmen, Jungs? Aber die sieht aus wie Iron Man. Ja, safe, das ist auf jeden Fall ein gutes Kriterium, Digga, dass die cool aussieht. Ja, lass die nehmen, Jungs. Also, Freunde, wir haben gerade 252,60 € ausgegeben. Einfach nur, dass wir am Freitag ein paar Videospiele spielen können, Jungs. Kann man auch einfach nur mit dem Kopf schütteln, oder? Fuck, dude! Junge. Babish. Sascha einfach komplett cold, Digga. Digga meinte gerade, dass er so ein TikTok-Girl übel heiß findet. Sascha slidet rein, Digga, und verlinkt einfach. Fucking Pilger. Wir haben so, nee, Pilger. Nee, wir haben so ein geiles... Ach du Scheiße! Guck mal, Kennzeichen! Mal weiter, quatsch dich nicht voll! Mal weiter, quatsch dich nicht voll! Du musst echt einen scheiß Tag haben, Bro! Gott, quatsch dich nicht voll, Kollege! Digga, er war so sauer, wir sind einfach nur kurz aus Versehen auf die Baustelle gefahren. 2 Meter, Bro. Warum chillt er nicht, Digga? Freunde, Update zu der TikTokerin, die wir angeschrieben haben. Sie hat geantwortet, Freunde, aber wir gucken gerade nicht rein, weil Pilger ist noch im anderen Auto. Pilger ist noch im anderen Auto, aber das wird die Nachricht. Pilger, wir haben eine Antwort bekommen. Laber nicht. Bro, wir haben extra noch nicht geguckt, was da drin steht. Wir machen eine Doku drüber. Spendi, wir haben eine Antwort bekommen. Spendi, komm ran. Was hast du so für Bilder auf deinem Instagram, Bro? Ich bin privat. Du musst die mir folgen. Er ist privat? Idiot. Oh mein Gott, ja, Bro. Dann wird sowas sein wie erst. Ah, gerade Rip, Alter. Das war's jetzt. Nur der Nico, der weiß da nichts von. Wir müssen eine Videoantwort schicken. Von mir? Ich zähle von 3 runter. 3. 2. Warte, ganz kurz. Warte, was sag ich? Erstmal, was sag ich? Du sagst in dem Video, sagst du, hi, ich bin der Nico. Und ich, finde dich echt gut. Und ich finde dich richtig gut. Sag der einfach, hi, ich bin der Nico und ich finde dich wirklich richtig gut. Richtiger Porno-Regisseur. Ey, ich bin der Nico. Oh, warte, mach nochmal neu. Bruder, wie so Bachelorette, so Vorstellungsgespräch. Das wird aber erstmal an sie gesendet und ich schreibe, der ist schon nervös. Oha! Smart. Ey, ich bin der Nico. Ich weiß schon Bescheid. Und ich finde dich richtig gut. Oh, das ist doch überzeugend, Digga. Süß. Mach dein Profil auf öffentlich jetzt. Ich bin der Nico, ich weiß schon Bescheid. Und ich finde dich richtig gut. Hast du auch gesendet? Ja, smart. Oh, shit, dude. Und Freunde, was darf natürlich nicht fehlen von der LAN-Party? Der richtige Pump. Deswegen ging es nochmal schön mit Nico ins Gym. Dieser Typ hätte fast schon wieder seine Kamera vergessen. Dann hättet ihr schon wieder mit dem Handy, mit der Handyqualität, euch den Vlog weiter reinziehen müssen. Alter, da merkt ihr euch mal, der juckt sich, der kümmert sich kein bisschen um euch, Alter. Im letzten Moment kommt der rein, oh, meine Kamera, da war ja was. Ach so, ich komme nach Stuttgart und vlog ein bisschen, aber vergesst zweimal meine Kamera. Junge, ich hasse diesen Jungen. Später, Sascha, jetzt geht Film noch ein bisschen raus und die Hausnummer und Spaß. Ja, mach ich. Da wir ja natürlich mit Nico unterwegs sind, mussten wir auf ein anderes Gefährt umsteigen. Also ich muss wirklich sagen, mit den Dingen kann man anders vorm Club flexen. wenn ihr mal irgendwelche Tipps oder sowas braucht, wie man richtig flext. Ah, Digga, scheiß drauf. So, ich will, dass du jetzt hier im optimalen Ding greifst. Das sieht schon mal ziemlich beschissen aus. Ja. Oh, der wäre krumm. Das war gut. Du dummer Wichser. Stark. Wirklich sehr, sehr gut. Mach doch weiter. Lass dich doch nicht ablenken. Alter, mega. Alter, was so eine Scheiße die ganze Zeit. Wie soll man sich da konzentrieren, Bro? Bro, wir sind irgendwie so 10 Minuten into it. Und ich bin jetzt schon geisteskrank im Arsch, ne? Okay, Digga. Ich sag den Automaten ab, Alter. Automaten. Schöne Atemgeräusche. Hier nochmal optimal die Luft rausgelassen, um den Puls an den Muskeln zu leiten. Ja, Digga, chillige Übung auf jeden Fall, Alter. Shut up in Squad, shut up in Squad. Das sind aber komische Squads. Ein Bild von einem Mann. Es geht jetzt auch zur Cardio, Freunde. Ich hab gar keinen Bock. Gleich gehen wir hoch auf 20. Dafür musst du ein paar Mal draufdrücken auf den Plus. 1, 2, 3, 4, 5 Mal draufdrücken und dann halten. Dann geht's hoch, okay? Okay. Oh, oh, oh.
müsst euch jetzt vorstellen, Nico dachte sich, ey Digga, man könnte jetzt auch einfach sprinten mit Schuhen, aber man könnte jetzt auch einfach sprinten mit Socken. Dann hat sich jetzt mal schön die Blase eingefangen, Alter. Ey, ich war 6 Minuten drauf, Insta Blase und aufgerissen. Oh fuck, dude. Chilliges HIIT-Workout. Wir sind jetzt fertig. Dazu musste abbrechen wegen seiner Blase. Und jetzt geht's zur LAN-Party, Digga. Jetzt wird gezahnt. Und jetzt wird's Zeit, das Pub. Der Pegas. In CSGO. Und Keot für den. Ja, komm. Oh Gott, Digga, nee. LAN-Party geht jetzt los. Yeah. Chillig, Digga. Mein Arbeitsplatz ist ja richtig geil eingerichtet, Digga. Yo, Bruv. Oh, noch ein Bildschirm. Komm zu mir, meine Süße. Ich hab hier alles für dich im Angebot. You need a mouse pad? Nee, Digga, es geht um Bildschirm. Okay, shut up. You need a mouse? Digga, es geht um einen Bildschirm, Bro. Then shut up. So, also ich habe für dich ein Angebot und zwar einen sehr exquisiten und vor allem auch exklusiven Acer. Mit 144 Hertz kann ich dir den verkaufen? Digga, das ist kein Placement. Ja, dann nimm ihn doch einfach mit. Digga, einfach deutsche Casey Neistat, Junge. Das hat gerade locker eine halbe Stunde gedauert. Heilige Scheiße, wie unnötig. Schaut euch an, wer arrived ist. Warum bist du denn wieder rausgekommen zum Tragen? Weil ich hier drin Sachen gemacht habe. Du bist kaputt vom Fitness, oder? Ja, genau, Digga. Freunde, Real Talk, diese Captures machen mich fertig. Wähle alle Felder mit Feuerhydrant. Digga, erklär mir bitte, wo ist hier ein Feuerhydrant, Bro? What the fuck, dude? So, Freunde, erste Runde startet und wir ficken jetzt deren Leben da hinten, Alter. Let's fucking go, dude! Komm jetzt, zu zweit, zu zweit! Rauf da! Zusammen. Oh, no! Oh, no! Uns aber gut geschlagen. Wir haben die Tablet aus der Nähe genommen, Junge, wie ich dich weggesnipe und aber ja nicht mehr. Du zockst dein ganzes Leben dieses Game. Ich hab's das erste Mal gespielt, ich hab dich so gefickt. Digga, danke fürs Fahren, Bro. Ey, Junge, Kevin, ich will nicht drüber reden. Wir haben noch über TikTok-Trends geredet. Ey, ihr müsst euch vorstellen, da gibt's Girls, die präsentieren. Das hat mir Kevin gerade gezeigt, das ist eine Challenge. Wenn du keinen Hintern hast, zeigen die den und dann wackeln die trotzdem damit. Bro. Ist eine wilde Plattform, Bro. Ich glaube, das könnte in den Vlogs immer so rüber, als würde sich alles in meinem Leben um TikTok drehen. Junge, alles dreht sich um TikTok. Ich glaube, auch durch TikTok ist auch meine Duftmatratze kaputt gegangen. Ja. Gut, Digga, danke, ne? Ich so eine Challenge wurde von dir richtig gegönnt, Bro.